Woran bemerken Sie, dass Ihre Bewerbung gar nicht von einem Menschen gelesen wurde, Sie aber dennoch eine Absage bekommen? Das passiert in der Tat immer häufiger. Ich werde Ihnen den Hintergrund erläutern und ich werde Ihnen Hinweise geben, woran Sie das bemerken. Mein Name ist Martin Wehrle. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Die Spannung ist groß und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt werde ich Ihnen erläutern, wie es kommt, dass Ihre Bewerbung nicht gelesen wird und woran Sie das eventuell erkennen können. Also der Hintergrund ist folgender: Immer mehr Unternehmen halten es für eine gute Idee, ihre Personalabteilungen abzubauen, weniger Menschen zu beschäftigen und mehr Arbeit an Computerprogramme, mehr Arbeit an Algorithmen zu verlagern. Ich halte das für eine miserable Idee, ich werde Ihnen auch sagen, warum, aber nichtsdestotrotz, das ist in vielen größeren Unternehmen der Fall. Und da hat man Technologien entwickelt, Matching-Technologien, die Übereinstimmungen zwischen dem Bewerber und der Position ermitteln sollen, aber auch Pre-Screening-Technologien, die sozusagen der Maschine das Vorsortieren der Bewerbungen überlassen und nur Bewerbungen, die durchkommen, werden dann noch von einem Menschen angeschaut. Woran können Sie jetzt bemerken, dass Ihre Bewerbung, die Sie liebevoll verfasst haben, eventuell gar nicht gelesen wurde, sondern gleich von einer nichts denken könnenden Maschine aussortiert worden sind? Es gibt 4 Anzeichen. Erstens, Sie erkennen das daran, dass es in dem Unternehmen, meistens das etwas größere Unternehmen, standardisierte Prozesse gibt. Das heißt, Sie können dort nicht einfach eine normale Bewerbung mit Anschreiben, mit Lebenslauf und so weiter einreichen, sondern Sie werden gezwungen, verdonnert dazu, dass Sie in ein bestimmtes Formular bestimmte Informationen an bestimmten Stellen eingeben. Das passiert in erster Linie deshalb, damit Ihre Bewerbung eben von Maschinen ausgewertet werden kann und dass nicht mehr ein Mensch draufschauen muss. Zweiter Punkt, der vieles verrät, ist die Tatsache, dass in der Stellenausschreibung kein Ansprechpartner genannt ist, keine Telefonnummer genannt ist, dass es dort nicht heißt, bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an. Das heißt, hier wird menschliche Arbeitskapazität gespart. Das ist ein Hinweis darauf, wenn das bei der Stelle, auf die Sie sich beworben haben, der Fall war, dass Ihre Bewerbung eventuell nicht von einem Menschen gelesen wurde. Dritter Punkt, der auffallend sein kann, Sie bekommen eine ziemlich rasche Absage. Die Absage kommt so schnell, dass Sie sich fragen, wie haben die es eigentlich geschafft in diesen paar Tagen und bei diesen vielen Bewerbungen, die Sie auf diese Stelle bekommen haben müssen, wie haben die es geschafft, meine Bewerbung qualifiziert zu beurteilen? Antwort: gar nicht. Das hat nämlich ein Computerprogramm getan. Und der vierte Punkt, das vierte Anzeichen, das vierte Indiz, dass Ihre Bewerbung eventuell nicht gelesen wurde: es handelt sich um ein Unternehmen, das sich im Sparwahn befindet. Viele Unternehmen im deutschsprachigen Raum sind darum bemüht, immer mehr Kosten zu sparen, obwohl sie mehr Geld als jemals zuvor verdienen. Unternehmen, in denen der Geiz regiert, da werden die Personalabteilungen besonders eingeschränkt und durch Maschinen besetzt. Wenn Sie mich nun fragen, was ich davon halte als Experte, dass man die Personalauswahl auslagert an Computer, an Maschinen, an Programme, dann kann ich Ihnen nur eines dazu sagen. Ein Unternehmen begrüßt einen Bewerber entweder mit einem warmen, mit einem freundlichen Handschlag oder mit einer kalten Maschine. Und ich finde, der erste Eindruck, den eine Firma hinterlässt, es sollte ein guter, ein wertschätzender Eindruck sein. Und das geht nicht erst los beim Bewerbungsgespräch, sondern das geht schon los, wenn ich Bewerbungsunterlagen bekomme. Da hat sich ein Mensch Mühe gegeben, da hat ein Mensch Arbeit und Gedankenschmalz reingesteckt und da steckt seine Biografie drin und er sieht in dieser Bewerbung seine Zukunft. Also bin ich es als Unternehmen verdammt nochmal diesen Menschen schuldig, dass ich als Mensch auf diese Bewerbung schaue, dass ich auch mal ein bisschen zwischen den Zeilen lese und dass ich eine so wichtige, eine so entscheidende Tätigkeit wie die Personalauswahl keinesfalls einem Computerprogramm überlasse. Stellen Sie sich vor, in der Fußball-Bundesliga, da würden die Spieler nicht mehr gesichtet von Talentscouts, sondern man würde nach irgendwelchen Computerprogrammen errechnen, welcher Spieler in welches Team passt. Sie ahnen es, das würde gewaltig in die Hose gehen. Diese Personalauswahl geht auch in die Hose. Jetzt wissen Sie, an welchen Zeichen Sie erkennen, dass Ihre Bewerbung nicht gelesen wurde. Wenn Sie wissen wollen, wie das wirklich geht,
mit dem Bewerben, dann schauen Sie bitte meinen großen Bewerbungsvideokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie. Ich bin so überzeugt davon, dass dieser Kurs Ihnen einen Bewerbungserfolg bringt, dass ich Ihnen eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie gebe. Probieren Sie es aus, klicken Sie die kostenlose Probe. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, bitte den Daumen nach oben weisen lassen. Teilen Sie dieses Video, legen Sie Playlists an. Darüber freue ich mich und am meisten freue ich mich, wenn Sie abonnieren und wenn ich Sie hier wiedersehe. Ihr Martin Wehrle.